So. Ja. Wer gestern bei der Live-Sendung mit dabei war, weiß, dass ich so ein bisschen verschnupft bin und Co. Ich hatte gestern ja auch schon gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es Corona ist, sondern gehe von einer normalen grippalen Infektion aus. Ich habe mich dann heute Morgen mit meinem Hausarzt in Verbindung gesetzt. Der schätzt es momentan genauso ein. Ich bin mit ihm in telefonischer Verbindung, wenn sich irgendwas ändern sollte bei mir am Status. Vor allen Dingen habe ich dann auch die Person informiert, mit der ich vor ein paar Tagen noch einkaufen war, gehört zu einer Risikogruppe. Ich hatte da noch keine Symptome. Ich hoffe einfach mal, dass da nicht irgendwie ein Bakterium oder ein Virus in irgendeiner Form, muss ja nicht Corona sein, sondern irgendwas anderes rübergeschwappt ist. Wir sind jetzt so verblieben, sollte sich was bei mir ändern, verschlechtern, melde ich mich sofort bei meinem Hausarzt. Sollten bei ihr Symptome auftauchen, werde ich von ihr angerufen. Dann melde ich mich ebenfalls bei meinem Hausarzt, dann beurteilt er die Sache neu. Ansonsten, wie gesagt, ich stehe mit ihm in Kontakt. Das nur so nebenbei. Das ist aber jetzt nicht der Sinn und Zweck dieses Livestreams. Mir ist Folgendes dabei aufgefallen. Als ich mich mit meiner Arztpraxis in Verbindung gesetzt habe, ist Folgendes passiert. Die Arzthelferin sagte, nachdem ich mich gemeldet habe und gesagt habe, worum es geht, also sprich, ich habe Symptome, möchte das ganz gerne mal mit meinem Hausarzt X abklären, wie sieht das aus? Kam bei ihr gut, dass sie anrufen. Sie hätten auch nicht die Praxis betreten dürfen. Ich habe sofort gesagt, hätte ich auch nie gemacht. Aber das zeigt, dass das üblich ist nach wie vor. Und ich würde es toll finden, wenn das jetzt mal an alle weitergegeben wird. Wir haben im medizinischen Personal, seien es unsere Ärzte vor Ort, seien es unsere Hausärzte, die Krankenhausärzte, seien es die Krankenschwester, die Krankenpfleger, die Altenpfleger, all diese Menschen sind sehr, sehr, sehr wichtig für uns alle. Selbst wenn du völlig egoistisch bist und ein absolutes Arschloch sein solltest, sollte es dir klar sein, dass du ohne medizinische Versorgung schlechte Karten in den nächsten Jahren haben wirst. Also selbst wenn du völlig egoistisch bist, sollte der Selbsterhalt dir Folgendes mitteilen. Das, was jetzt besonders wertvoll ist, ist medizinische Erfahrung, medizinisches Können, medizinische Fähigkeiten. Also wäre es doch sinnvoll, diese Ressource zu schützen. Also mein Appell an alle, bitte gebt es noch mal in eurem Bekannten- und Freundeskreis weiter. Wer sich krank fühlt, bleibt bitte erstmal mit dem Allerwertesten zu Hause, ruft dann in der Praxis an und bespricht dann mit der Hausärztin oder dem Hausarzt die Symptome. Das wird dann medizinisch eingeschätzt, medizinisch beurteilt und dann wird das weitere Verfahren abgesprochen. Es ist nicht sinnvoll, mit einer Rotznase, mit Husten, mit Schnupfen, Heiserkeit oder sonstigen Symptomen in einer Arztpraxis aufzuschlagen, andere Patienten zu gefährden, das Personal vor Ort zu gefährden und die ganze Infrastruktur, die wir jetzt mühsam erhalten, durch sämtliche Maßnahmen zu gefährden. Das ist der größte Schwachsinn. Also bitte, gebt es weiter. Wer krank ist, meldet sich beim Hausarzt und informiert ihn oder sie und bespricht alles Weitere. Wir müssen dort in den Arztpraxen dafür sorgen, dass das medizinische Personal möglichst gut geschützt wird, auch von uns. Da sind wir alle mitverantwortlich. Und dass Patienten, die schwer krank sind in Form von Vorerkrankungen, von chronischen Erkrankungen, von Immunschwächen, durch Krebstherapie oder sonstige andere Dinge, schwere Behandlung, dass diese Personen in eine Arztpraxis gehen können, ohne sich zusätzlich zu gefährden. Das muss doch wohl möglich sein. So viel Verstand darf man doch wohl von jemandem erwarten, der in Europa lebt und sich mit medizinischen Institutionen auskennt.
Wir sind ja nicht im Weltall. Nach dem Motto, wir wissen nicht, wie wir uns zu verhalten haben müssen in solchen Situationen. Also bitte gebt es weiter, informiert die Hausärztin, den Hausarzt, wenn ihr Symptome wie Schnupfen, Husten, Heiserkeit habt, geht erstmal davon aus, so 99,9% wird es schlicht und ergreifend die übliche saisonale Erkältung sein, grippaler Effekt, was man sowieso in der Jahreszeit hat. Aber man darf eben niemanden gefährden. Also gibt's bitte weiter. Das jetzt einfach mal so. Das war's jetzt auch, das war für mich jetzt echt ein Schockmoment, als diese Arzthelferin mir gesagt hat, gut, dass Sie anrufen. Wir hätten Sie sonst auch nicht reinlassen dürfen. Das sagt mir wirklich, und das ist, ich finde das schockierend, dass es immer noch Menschen gibt, die einfach mit solchen Symptomen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit unangemeldet in irgendeiner Arztpraxis oder noch schlimmer in der Notaufnahme eines Krankenhauses aufschlagen. So geht's nicht. Also bitte Hirn einschalten. Danke. So, das war's jetzt. Ich arbeite jetzt weiter vor mich hin. Ihr hoffentlich auch. Macht's gut.